Es wird spannend, denke ich. Ja, es wird spannend. Zwei, die wir leider nicht wiedersehen im Stechen, sind unsere Golden Girls, sag ich mal. Meredith Michaels-Baerbaum, Janne-Friederike Meyer. Uns haben heute ganz viele Reiter gesagt, es hätte beim Abgehen des Parcours viel einfacher ausgesehen. Wie kann das sein, dass man sich so sehr täuscht? Ich glaube, das war ein ganz gutes Parcours. Der Christian Wiegand hat super gebaut. Das war sehr leicht. Vorsichtig, das war nicht besonders hoch, aber technisch zu reiten und die Stange sind leicht da oben und schnell runtergefallen. So ist das. Janne, wie kann das sein, dass man das sozusagen beim Abgehen nicht merkt, wo da so die Tücken liegen? Also ich wusste für mich schon, dass es ein bisschen schwierig ist, dieser Weg in die Dreifache, die Distanz, ich glaube, das müsste man auch im Fernseher gesehen haben. Viele mussten unheimlich vorwärts reiten. Und ich habe mein Pferd damit ein bisschen auseinandergeritten und habe dann im Laufe des Parcours ein bisschen die Kontrolle verloren. Wir gucken vielleicht einfach den Fehler mal kurz an. Wir haben ihn vorliegen. Da ist er. Ja, man merkt schon, dass ich da nochmal zurück wollte, aber nicht mehr ganz durchkam. Am Ochsen einen kleinen Ticken dicht und habe noch versucht zu unterstützen, aber am Ende hat halt die Weite nicht ganz gereicht. Und man muss dazu sagen, dass das Pferd auch ein halbes Jahr draußen war und jetzt erst wieder die ersten schweren Springen geht. Und ich bin eigentlich ganz begeistert, dass sie so mitkämpft. Die wollte wirklich null gehen. Da hat, ja, weiß nicht, am Ende vielleicht 2-3 Zentimeter haben gefehlt, aber ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Meredith, Sie, wie viele andere Reiter, sind hier sehr, sehr herzlich mit großem Applaus begrüßt worden. Sind die Mecklenburger ein fachkundiges Publikum? Ja, das weiß ich nicht, aber ich denke, dass die kennen uns, sie kennen den Baerbaum-Namen und ich komme immer gerne hier. Es ist ein richtig schöner Platz hier und für Pferd und Reiter sind alle die Bedingungen sehr gut und die Leute sind freundlich. Wir sehen Sie mit Sicherheit beim Derby, nehme ich an. Vorher haben Sie aber noch eine große Reise vor sich. Sie gehen nach China. Ja, genau. Nächste Woche gehe ich nach China mit ein paar anderen von den Top Riders. Wir sind eingeladen auf ein Turnier da. Das ist in die Bird's Nest, wo die Olympische Spiele stattgefunden hatte. Und es ist richtig was Besonderes und ich freue mich auf...